Und ich werde jetzt denken, Körper führen und releasen lassen. Hallo, geht es dir manchmal so, dass du eine enge Bahn hast oder eine Phase hast, wo du den Ball wirklich nicht gerade ausschlägst? Und dann schwingst du vorsichtiger, langsamer. Du merkst, dass du führst. Und trotz des langsamen Schwingens, trotz Führen, fliegen deine Bälle immer noch schief oder noch schiefer als normal. Wenn das der Fall ist, guck bitte weiter. Also ich finde das ein sehr wichtiges Thema bei vielen Schülern, die entweder steuern oder was ich beim Abschwingen sehe, ist, dass sie so kommen. Die wollen von innen kommen und dann halten sie den Schläger. Und im Treffmoment sind die Hände vorne und das Schlägerblatt ist hinten. Und ich sage Ihnen, Schwinger, entschlossener. Und was ich da meine, ich möchte, dass Sie den Winkel zwischen Arm und Schaft lösen. Das ist notwendig. Viele haben Angst, diesen Winkel zu lösen, weil die denken, dass sie löffeln soll werden. Aber das wird nicht passieren. Solange du mit dem Körper führst, solange du mit der linken Seite ziehst, dann wirst du automatisch auf der Ebene bleiben, Nummer eins. Und Nummer zwei, du wirst im richtigen Moment releasen. So, ich mache jetzt einen Schlag vor und dann sage ich dir genau, was ich gedacht habe. Das sind Par 5, Loch 6 hier in Lütetsburg. Und ich werde jetzt denken, Körper führen und releasen lassen. Und das war ein knackiger, lange, gerade Ball. So, was ich gedacht habe und was du unbedingt ausprobieren solltest, ist Folgendes. Es geht mit einer Übung los. Schwinge so um den Körper, so diagonal um den Körper. Achte darauf, dass du die Schulter auf eine Ebene bewegst. Das ist eine Ebene. Ich drehe meine Schulter um meine Wirbelsäule. Ich mache nicht das und ich mache auch nicht das. Meine Wirbelsäule bleibt gerade, wie du siehst. Und dann lass einfach die Arme und Hände mitkommen. Und du musst den Schläger super locker lassen, weil wenn du dann aus Rechtshänder mit der linken Seite ziehst, wirst du erstmal nichts mit den Händen tun, aber dann wirst du recht viel mit den Händen tun. Das passiert fast von alleine. So, wenn du spürst, dass die Hand dann kommt, dass der Release, dass du entwinkelst, dann lass es richtig passieren, damit du dann ein Zischen hörst. Und dann hast du Länge und ganz wichtig, dann hast du den Schaft im Treffmoment gerade. Und wenn der Schaft im Treffmoment gerade ist, ist die Schlagfläche höchstwahrscheinlich gerade, wenn du einen einigermaßen guten Griff hast. Das muss man arbeiten. So, ich mache jetzt ein bisschen mehr Teigelein. Ich ziehe mit meiner linken Seite, achte auf meine Schulter und ich lasse die Hände einfach kommen. Und das ist wie Stefan Jäger ein recht entschlossener Schwung und da ist Musik im Treffmoment. Danke für das Zugucken und bitte, falls du es noch nicht gemacht hast, Von Ho Chi Golf abonnieren und die Golfreisen sind eine super Gelegenheit für uns zusammenzuarbeiten und zu lernen und Spaß zu haben. Vielleicht müsstest du mit. Tschüss.